Katze gesehen? Kack, Creeper. So. Da kannst du mal sehen. Ja, der ist von da drüben gekommen. Ganz eindeutig. Ich traue mich irgendwie nicht darüber zu rennen und die Gefahr zu beheben. Wobei. Ganz so riskant ist das gar nicht. Ah, das führt total in die Schlucht. Ja, kann man wohl nichts machen. Da können immer wieder Viecher rüberkommen. Da müssen wir uns irgendwann mal später drum kümmern. Wobei, wir könnten Folgendes machen. Pass mal auf. Hier. Wäre sowieso besser. Uah. Sei vorsichtig, Kollege. Das Kackzeug kann dich glatt da reinschwimmen. Welches Kackzeug? Ja, das Wasser. Digitaluhr. Also das bringt uns jetzt nur wenig, aber es, ja. Oh, ja. Durch eine Gefahr abgelenkt von der anderen und, schon. Pudel! ja, nö. Vielleicht. Ja, wir können da diese Wand noch ausbauen. Und damit dafür sorgen, dass es da ein wenig sicherer wird. Ich werde jetzt mal hier noch ein bisschen Gravel ausgraben, wenn möglich. Geht das denn überhaupt? Ja, ein bisschen. Mit aller Vorsicht, bitte. Vorsicht. Ja, das Problem ist, wenn man hier an solchen Sachen arbeitet und dann sprengt einem Creeper den Boden unterm Arsch weg, dann ist man ganz schnell mal gebraten. So, weil Gravel auch nicht gerade den besten Sprengwiderstand hat, wie wir alle wissen. Ja. Er erzählt mal wieder das Offensichtliche. Ja, das ist wahr. Und was willst du dagegen tun? So. War noch lange nicht alles, garantiere ich euch. Ja, na, ja, kann man so machen. Das auch und das und überhaupt. Ah, mach doch nicht sowas, das ist doch nur erschreckend. Du dämliche Fledermaus, ich werde gleich einen Bogen rausholen und dann ist mal hier Schucht im Schacht. Oh, ich glaube, so langsam werde ich doch müde. Ich glaube, das mit den 10 Stunden, die ich jetzt noch machen wollte, schaffe ich nicht mehr. Nein, ich wollte nicht wirklich 10 Stunden machen. So, wie sieht's aus? Mhm, gut. So langsam werde ich hier ein bisschen zu verrückt mit der ganzen Sache. Ich werde mal hier einen Klotz rausgraben, damit wir hier weiterhin uns nach unten treppen können. Ach, super. Nicht. Vorsicht, Dech. Wo du hinhüpfst. Vogel, wollte ich gerade sagen. Ja, richtig so. Wer sowas macht, ist ein Vogel. So. Oder was meinst du? Muss doch ein echter Vogel sein, der sowas hier macht. So, der Lack. Hier ist schon wieder so eine Kackfliege. Weißt du, das ist das hiesige Gegenstück, habe ich glaube ich schon mal gesagt, zu den Fledermäusen in Minecraft. Da möchtest du auch eigentlich immer nur um dich schlagen. So.
Er macht noch eine Schaufel. Warum tut er das nur? Ja, weil... Ich vermute, dass ich vielleicht hier noch einen Diamanten rausholen könnte. Wovon träumst du nachts? Ja, von Diamanten träume ich auch manchmal nachts. Und vom Bratpudel. Sein. Ich bin ein Pudel, ich bin ein Pudel. So, und wer nicht weiß, was das zu bedeuten hat, der hat keine Ahnung von horstig-honkiger Geschichte. Nur die Veteranen der horstig-honkigen Einheit wissen, was das zu bedeuten hat. Der Horsti und der Honk. Der Horsti und der Honk. Boah, der Fuck, der Fuck, der Fuck. Nichts verbrennen lassen. Ah, wunderschön. C'est bon, c'est bon, Jeremont, Jeremont. Oh, das ist gut. C'est magnifique. Ja, den Rotstein da, den können wir wohl. Ach nee, doch nicht ganz. Moment. Könnte noch funktionieren. Aha. Aha. Gucke mal. Das ist ein schöner Einblick, den wir da haben. Das hilft uns sehr viel weiter bei den nächsten Schritten in die falsche Richtung. So. Ach, gucke mal. Es wird so bald nicht vorbei sein, wie es aussieht. Schade, ne? Ja, wir wollten doch eigentlich in den Nether jetzt. Wir machen die Getränke irgendwie Sorgen. Ich habe keine Lust, noch eine Phalanx zu machen irgendwie. Ja, das sage ich jedes Mal. Und ich meine es auch jedes Mal. I mean it. Ich mache jetzt mal extra einen auf Risiko hier, damit ihr auch mal ein bisschen Action habt. Action, gute Laune. Ich bin jetzt der Action Man. AKA Bratpudel. Du Kackfliege. Ich werde dich gleich, ich hole gleich das Deo-Spray und das Feuerzeug. Kennt ihr diese Möglichkeit, mit Fliegen und Mücken fertig zu werden? Spraydose, Haarspray oder Deo-Spraydose und ein Feuerzeug. Das ist auch die beste Möglichkeit, eine Hand loszuwerden. Oder schwere Gesichtsverbrennungen zu kriegen. Oder ja, so viele Möglichkeiten für mehr oder weniger tödliche Verletzungen. Das war jetzt nicht so toll. Habe ich den Rotstein bekommen? Aber ihr kennt das Lied, ne? So. Oh, 17 Erfahrungslevel. Wir müssen bald sterben. Lalala. Darf ich das Lied jetzt eigentlich irgendwie einbinden? Habe ich jetzt eigentlich bei Knorkator nachgefragt? Ich habe nämlich Kontakt mit Knorkator und deren Plattenfirma. Aber ich glaube, ich habe nie wirklich ernsthaft gefragt, ob ich das Lied jetzt verwenden darf. Also YouTube sagt, ich darf es nicht. Aber das heißt ja noch nichts. So, will ich das da noch? Ach, nein, ich will das eigentlich nicht. Ach, guck mal, jetzt haben wir da den... Jetzt haben wir da Kohlen offen. Geh sofort wieder zu. Ja. Im Nether wäre das alles sehr viel schlimmer. Guck mal, was wir jetzt hier für ein richtig schönes, großes Loch haben. Geil, ne? Und verzieh dich schon, du blöde Lava. Die ist gar nicht blöd, die ist sehr intelligent. Oh, der Chai-Tee ist echt geil, aber heute nicht so scharf irgendwie. Ich muss den länger stehen lassen. Ups. So, Dille. Ich glaube, ich werde mal Folgendes tun. Weil wir sonst hier ein Problem kriegen mit der Spitzhacke.
so viele schöne Mineralien hier unten. Seid mir doch nicht böse. Ich will auch noch ein paar Diamanten haben. So. Warum mache ich das eigentlich nicht so? Tja. Gute Frage. Nächste Frage. So, damit haben wir da wieder eine Lavatasche aufgedeckt. Es wird nicht die letzte sein. Oh, da geht es auch noch weiter. Aber da hört es wieder auf. Da geht es noch weiter. Da geht es noch weiter. Ach du meine Güte. Und da ist schon wieder Rotstein. Für den ich selbstverständlich nicht tot sein will. Sieben. Vor. Jo. Fertig. Ich glaube, wir brauchen neuen Gravel. Ich muss nach oben gehen und Gravel holen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Was ich jetzt tun werde, ist bei aller Gefahr hier drüben noch ein paar Rohstoffe ausgraben. Also die, die sicher sind, die ich sicher wähne. Hier ist zum Beispiel noch Gold. Ach, es ist so schön alles nah an der Lava. Da freue ich mich doch. Und die Fackel da habe ich wirklich gut gesetzt, ne? Ist immer gut, Fackeln dahin zu setzen, wo sie auf jeden Fall weg müssen. Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo Lava drunter ist. Och. Nö. Also hier können wir wirklich nicht alles holen. Nicht mal das, was ich gedacht habe. Ja, Spinni. Wo kommt das denn her? Ach, was sehe ich da drüben? Ein Enderzwerg. Ja, ein Enderzwerg. Eigentlich sind das gar keine solche Zwerge, ne? Ich habe aber keinen Bock, mich mit dem hier unten zu zoffen, weißt du? Eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock, mich mit Endermännern zu zoffen, aber schon gar nicht in der Nähe von so viel Lava. Oh, guck mal, was da unten ist. Du kleines Stück. Flieg, Vogel, flieg. So, da hinten geht es auch noch weiter. Sehr dunkel, sehr undurchsichtig. Hier ist es sehr eng, das darf eigentlich nicht sein. Na, ob wieder Slimes gespawnt sind. Warte mal, wie viel Inventar haben wir eigentlich noch frei? Weil wir könnten dann ja eigentlich... Ich weiß, ihr werdet jetzt schreien und mit den Füßen zappeln und was nicht alles, aber es muss sein, wir brauchen Diarrhö. Jawohl, wir brauchen das gute... den guten Durchfall. Es ist einfach notwendig. Flüssigstuhl tut Not. Oh, was macht mein Rechner auf einmal solche Geräusche? Ja, Festplatte macht ganz gewaltig Gerumpel. Hoffe, das macht hier keine Probleme. Aufnahme läuft, ja. Seit wie lange denn schon wieder? 33 Minuten. Ja, ist heute eine sehr, sehr seltsame Schnittgeschichte. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie zusammengetackert. Ich will ja nicht wieder Überlängen machen. Ich will aber auch nicht, dass ihr Unterlängen kriegt. Das ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze dann ins Verhältnis zueinander zu setzen. Also einfach ist das nicht meistens. Also ich sag's mal so, wenn zwischen einem Schnitt und dem, ihr seht mich gleich wieder, sagen wir jetzt mal 18,5 Minuten sitzen, dann denke ich auch nicht daran, da noch ein Stück dran zu schneiden, sondern dann wird da einfach geschnitten und dann ist es halt eine 18,5 Minuten Folge. Dafür gibt es dann ab und zu mal eine 35 oder 30 Minuten Folge, das gab es ja auch schon. Ich glaube, die Folgen mit die Anzahl der Folgen mit Überlänge ist weit größer als die der mit Unterlänge. Könnt ihr ja mal nachschlagen, ich weiß das nicht. Ich habe auch keine Zeit, das zu gucken. Ja, wenn demnächst meine Folgendatenbank fertig ist, die ich ja für honk.de, ich baue ja immer noch an der Website honk.de, brauchst gar nicht zu gucken, da ist nichts. Noch nicht. Aber da brauche ich eine Datenbank
mit den einzelnen Folgen. Und da werden wir dann tatsächlich sehen können, wie viele Folgen Überlänge und Unterlänge haben. Eigentlich baue ich die Datenbank auch ja, zum großen Teil für mich selbst, um selber einen Überblick über meine Let's Play-Tätigkeit zu haben. Ganz besonders, wie oft ich bestimmte Musik, also von meiner eigenen, in Let's Play-Folgen genutzt habe. Das Teil wird mir auch helfen zu planen. Oh, ja, ich weiß, wo wir sind. Und wir graben uns jetzt hier gerade an den Arbeitsplatz von eben ran. Das ist ja mal interessant, finde ich. Und ich habe vorhin, als wir da unten waren, nämlich schon gedacht, so von wegen, ach guck mal, da ist ja auch eine ganze Menge Diabol. Hier sind wir jetzt, guck mal, da hinten haben wir aufgefüllt. Ach, ist das schön. Ja, dafür haben wir jetzt ein riesengroßes Loch oben auf unserem Gehweg. An der Schlucht lang. Vielleicht wird dieser Gehweg an der Schlucht ganz einfach auch nicht mehr existieren später. Ach ja, hier haben wir ja noch Gravel. Wollen wir? Nee. Ich mache jetzt nur Diarö, weil Diarö brauchen wir eigentlich so ziemlich überall. Also hier beim Arkan-Institut, für den Portalraum drüben im Nether. Und gerade weil einige meinen, dass das mit der polierten Diarö, also mit dem hellen, nicht in den Nether passt, sage ich gerade, doch. Ja, wie gesagt, ich bin derjenige, der in seinen Privatwelten die Wüste grün macht. Ja. Und? Ist doch schön. Ich mag halt eher das Lichte als das Dunkle. Und eher das Grüne als das Verdörrte. Dörrte? Dörrte ist manchmal wichtig, kann man bauen. Ne? So. Ja, da gehen ein paar Blöcke flöten, aber... Ja, und das ist hier natürlich auch gefährlich, hier irgendwie hier hinten. Weil hier nichts ausgeleuchtet ist. Ja, müssen wir uns wohl jetzt mit abfinden, for the time being, wie ich immer sage. Ja, das will mir hier irgendwie nicht so recht behagen, hier reinzugraben. Vor allen Dingen, uns geht das Leuchtmaterial aus. Gott, haben wir viel Kohle auf Tasche. Ich hätte jetzt beinahe die Shift-Taste gedrückt, das wäre was geworden. Ich stehe hier mal so eben einfach in der Gegend herum, wo es gar nicht sicher ist und baue Fackeln. Tja, das war schon oft der Anfang von schlimmen Dingen. Gut, jetzt sind wir also hier unten. Ja. Oh, noch mehr Gravel. Guck mal. Können wir gleich weitermachen mit dem Lava verfüllen? Nee, mache ich jetzt aber nicht. Ist mir jetzt selber langweilig. Mir ist eigentlich auch jetzt hier schon das Diarrhö-Graben langweilig, aber wir brauchen. Ja, bald haben wir 364er Stacks. Das ist dann schon wieder was. Das soll wohl das Signal sein. Halte ein, Honk. Ja, und dem will ich mich auch beugen. Juhu. Ja, aber nur für den Moment. Ah. Das hätte mal schief gehen können. Hast du das gesehen? Natürlich hast du das gesehen. Oh, hier ist auch noch Diabol. Naja, aber jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Ich möchte jetzt erstmal zusehen, dass ich hier möglichst unseren Gehweg wieder halbwegs begehbar mache. So, zum Beispiel durch das hier. Ja, wir können wieder, aber ich muss vorsichtig sein, das ist tief da. Oh, guck mal, so viel Diarrhö in den Wänden. Wenn ich jetzt noch eine Spitzhacke hätte, ne? Ist ja so schwer zu machen. Oh, ey, Spitzhacke zu kriegen ist fast so schwer wie Diamanten. Wir haben keine Diamanten gefunden. Was ist bloß los in dieser Welt? Ja, wir müssten eigentlich hier auch mal Strip Mining machen, ne? Bei Raspoales Insel. Eigentlich müssten wir bei allen Lokalitäten auch mal Strip Mining gemacht haben.
Weißt du, was ich gerade hätte machen können? Du weißt es, ne? Dann hätten wir hier weiterbauen können. Ich werde jetzt erstmal Folgendes machen. Ich baue uns erstmal ein paar. Das Netherportal macht doch nicht so einen Lärm. Ich baue uns erstmal ein paar Dinge. Hier, Hälfte davon machen wir dann auch mal zu Slabs. Wir werden sie brauchen. Und den Rest hebe ich auf, weil ich noch nicht weiß, was ich damit machen will. Right? Ja. Und was ich jetzt auch mal machen möchte, weil wir gerade da sind und es sich so anbietet, können wir ja mal so machen. Ja, bringt jetzt auch nicht viel. Ist eher kontraproduktiv bei diesem Material nicht. Schön viel Lapis. Ja, Raspoales Insel braucht natürlich auch einen Verzauberungsraum, ist auch klar, ne?